Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, wir haben vielleicht wieder ein paar Teilerfolge erreicht in unserem Krieg hier. Ich will sich zeigen, ob sich das irgendwie noch nutzen lässt. Unsere Armee hat hier gerade verschleißt, das ist nicht gut, aber die kann auch mit der Armee der Edetani gerade nicht konkurrieren. Es wäre vielleicht ganz klug gewesen, uns die Edetani eher zum Verbündeten zu machen, aber das werden die nicht tun, weil die ja mit Knossos jetzt vermutlich relativ gut dastehen. Deswegen wäre das ziemlich unwahrscheinlich gewesen. So, hier noch die Flotte vervollständigen. Die werden auf jeden Fall fertig gebaut, diese Flotten. Weil ich die brauche. Weil damit kann ich das Einheit, also das Armeenlimit zumindest ein bisschen umgehen. Indem ich mir einfach Flotten baue. Ich meine, die bringen zwar nicht viel und können nur über auf See effektiv arbeiten. Allerdings wäre das vielleicht ganz praktisch gegen die Römer. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ein gefährlicher Gegner gegen so Legionen sind, die gerade zu Wasser gelassen wurden. Könnte also durchaus positiv enden für uns. Könnte, wie gesagt. Ich lege mich nicht mehr fest in dem Spiel, weil ich sowieso im Endeffekt nichts Produktives schaffe dabei. Jetzt muss ich mal schauen. Kann ich mit irgendwem in den Frieden? Mit den Edetani vermutlich gerade nicht. Oh, die könnten sogar einen Frieden schließen mit uns. Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Dann haben wir wenigstens einen Feind weniger, weil sonst... Die hassen uns zwar, aber vielleicht wird das besser. Weil die sind neutral gerade. Die haben keine Verbündeten. Seid ihr mutig oder töricht? Ihr wollt keine Nicht-Angriffspakt, schade. Was? Wollt ihr ein Schutzbündnis? Solche Scherze werden euch eines Nee, die sind doch mit Bietchen im Krieg, das ist nicht gut. Oder ich nehme ihn jetzt ab und erspare euch den Ärger. Okay, aber wir können uns hier auch nicht einschleimen. Wir können vielleicht mal ein bisschen Geld zahlen, vielleicht wollen sie dann was von uns. Die bringt es eigentlich diplomatisch was? Geschenke an Edetani, 45, es bringt also was. Gut zu wissen. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier... Nein, kein Frieden möglich. Mit Knossos willkommen vermutlich auch nicht, nein. Wobei Knossos gerade eher das geringste Problem von uns ist. Die wollen kein militärisches Bündnis. Das möchte ich immer noch erreichen mit dem militärischen Bündnis. Aber das wird vermutlich nichts. Sparta wäre mal ein Frieden nett. Und meine Aufmerksamkeit für die nächsten Minuten. Was das immer so lange dauert, was muss denn da alles berechnet werden? Das ist ja echt Seid schlimm. Willkommen. Die wollen keinen Frieden. Groß die auch nicht. Ja, ich fürchte, wir werden mit Frieden hier nicht weit kommen. Wie ist eurem Rufe gebührt? Und nun sprechen. Die wollen auch kein Schutzbündnis. Arachosien hat schon Schutzbündnis mit uns. Wobei die eh nicht viel machen können. Jetzt schauen wir mal, was ist, macht die Armee jetzt? Die muss sich zurückziehen. Und zwar nach... Die zieht sich jetzt nach Karth zurück und wird in nächster Runde dann Ebesus wieder einnehmen. Oder vielleicht hier aufräumen, ich weiß es nicht. Wobei die Armeen schon wieder zu weit weg sind. Wenn ich die hier rüberziehe, dann hauen mir die ab. Das heißt, es wäre vielleicht besser, diese Armeen für das zu verwenden. Aber da lasse ich dann Tingis quasi ohne Schutz zurück. Ich mache das mal so, Moment... Die Armee kann ich nicht bewegen. Ich mache das nächste Runde mal anders. Ich tausche die Armeen mal. Nee, Moment, die muss ja erst voll rekrutiert werden. Das passt also schon. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wie sieht's mit der Armee in Kasurgis aus? Lupfurdum, Entschuldigung. Übrigens habe ich mal ein bisschen gegoogelt gestern. Lupfurdum, es gibt ein paar Siedlungen noch so in der Form. Lupfurdum ist... hat existiert, aber ich glaube, es wird... ewig rumdiskutiert, wo die Stadt genau lag, weil die Aufzeichnungen davon irgendwie verloren gegangen sind, wo die genau lag. Die genaue Lage von des ehemaligen Lupfurdum ist also nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass es in der Gegend des heutigen Dresden liegt oder Leipzig, also irgendwo in dieser Gegend, Sachsen, Grenze zu Tschechien liegt es. Und zum Beispiel hier, wo ist es denn? Tullifurdum ist, an dieser Stelle steht heute Hannover. Hab ich ein bisschen gegoogelt, hab mich interessiert. So, die Armee, was machen wir jetzt mit denen? Wir könnten diese Runde hier... Ach, die ist noch nicht fertig, ne? Die muss erst fertig werden. Okay, wir beenden die Runde mal und schauen, was passiert. Vermutlich wird Athen von Süden wieder weiter vorstoßen. Rom hat, glaube ich, gerade gar nicht so viel auf Lager. Ich sehe zumindest keine größeren Legionen mehr. Ich kann mich da allerdings auch täuschen. Ich müsste Spione nach vorne schicken, dass ich wieder sehe, was abgeht.
Ah, guck mal, römischer Spion möchte unsere Armee sabotieren. Und noch einer. Habt ihr jetzt bald mal genug hier? Das sind immer die Sachen, die so ewig dauern, weil es alles animiert wird. Ich verstehe zwar nicht warum, aber es ist so. Und was hat er jetzt mit der Armee gemacht? Ich weiß es nicht. Aber die kommt dann eh als Garnison nach Medlan, also insofern kann da gerade nicht viel passieren. Ach ja. Wir können den Krieg gewinnen, theoretisch. Wir müssen uns nur intelligent oder zumindest halbwegs intelligent anstellen, weil die KI ist jetzt auch nicht unbedingt das intelligenteste Ding hier. Ich werde gerade nicht angegriffen, das beunruhigt mich ein bisschen. Okay, wir werden auch von Athen nicht angegriffen. Also entweder sammeln sich die irgendwo oder die haben genug von Vorrücken. Oder die sind einfach intelligenter als ich und rücken nicht so weit ins Feindesland vor, dass die ganzen Armeen alle vernichtet werden. Das kann auch sein. Wobei wir eigentlich nicht wirklich weit vorgerückt sind. Wir haben uns eigentlich nur hauptsächlich die iberische Halbinsel komplett geschnappt. Und dann kamen ja die anderen Armeen schon, mehr oder weniger. So, überall Militärsabotage, Störung, Mission, okay. Du bist fertig, wie ich sehe. Dann knüpfst du dir Genua vor. Ja, komm. Nein! Das wollte ich, genau. Und zwar mit einem automatischen Angriff werden wir uns die Stadt wiederholen. So. Genua war schon immer meine Stadt. Nee, war es eigentlich nicht, aber egal. Das war eigentlich mal Del... War das Dalmaten oder Insubra? Und die haben schon wieder alles umgebaut hier. Das gibt's doch nicht. Wie die das immer so schnell schaffen, das ist echt schlimm. Machen wir mal einen Frickschrein für die... Was ist das denn? Legio 6 Antiqua. Willst du mich verarschen, Rom? Willst du mich verarschen? Und ich sehe gerade, wir haben ein Problem mit Massalia. Hier ist die Legio 5. Das ist blöd. Mit der Legio 2 würden wir locker fertig werden, aber nicht mit der Legio 5 und der Legio 2. Das wird nicht funktionieren. Und diese Armee wird sich jetzt erstmal um die Flotte kümmern und dann um Ebesus. Damit wir diese Stadt wieder unser eigen nennen dürfen. So, Gefangene. Ach komm, seien wir mal gnädig. Und ab nach Ebesus in der nächsten Runde. Ich hoffe, die wird jetzt nicht abgefangen, die Flotte. Das wäre blöd. Arse gehört den Edetani. Wir können echt mal schauen, dass wir vielleicht mit denen uns gut stellen, mit den Edetani. Ich meine, die mögen uns zwar nicht sonderlich, aber das kann man ja ändern. Kann ich mir noch mal ein bisschen was zahlen, so ist es jetzt nicht. Nein, warum... Mal schauen, bringt das eigentlich was jetzt? 74 Geschenke. Oh, es wird. Minus 27 haben wir. Schau an. Okay, Handel wollen sie nicht. Dann stelle ich mich mit den Edetani mal ein bisschen gut vielleicht. Das wäre nicht mal so schlecht. Was ich jetzt hier machen möchte ist... ich wollte eigentlich erstmal warten, bis die fertig ist. Eine Runde muss ich da noch warten für. Okay, dann warten wir noch. Die Armeen haben sich keinen Millimeter bewegt. Und ich weiß nicht warum. Gut, dann vernichten wir die Pontos-Armee. So ist es jetzt nicht. Tschüss, Pontos-Armee. Ich mache das jetzt einfach immer random. Mal töten, mal nicht töten. So, du ziehst nach. Und ihr kümmert euch um diese Armee. Und Hinterhalt. Ah, guck mal. Warum auch immer man hier einen Hinterhalt machen kann. Ich meine, das ist überall offenes Land. Das kann nicht funktionieren. Und jetzt kann eventuell die andere Armee sogar noch angreifen. Die Armee... komplett vernichten. Oh ne, sie zieht weg. Okay, schade. Wir können mit der noch nachziehen. Machen wir auch. Dann ist die Armee weg. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht Pontos so weit getrieben haben, dass sie in Frieden wollen. Dafür müssen wir aber auch teilweise dann Leute, also Gefangene freilassen, weil die sonst... Das bringt uns halt diplomatischen Bonus mit denen, wenn wir ihre Gefangenen freilassen, glaube ich zumindest. Das sollte man dann vielleicht in Betracht ziehen, dass man nicht alle gleich sofort abmetzelt. Weil sonst macht man sich eventuell beim Feind ein bisschen unbeliebt. Ja gut, wir sind sowieso unbeliebt bei unseren Feinden, aber... ne? Ich muss jetzt mal schauen. Athen ist uns immer noch überlegen. Wir haben aber auch mit Athen noch nicht so direkten Krieg geführt. Also, die haben sich zumindest nicht wirklich gewehrt. Keine Zeit mit schlecht gewählten Worten. Die hättet ihr... Okay, wollen nicht. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass wir damit Frieden viel erreichen werden. Wir sind kein Geduld. Ich glaube, wir werden diesen Krieg bis zum bitteren Ende durchziehen müssen. Das fürchte ich. Und die Armee ist fertig. Super. Du, ab nach Norea.
auf schnellstem Wege die Stadt erobern. Ich weiß gar nicht, ist da eine Legion drin? Ich hoffe nicht. Sonst müssen wir ein bisschen belagern. Und ich glaube auch nicht, dass diese Armee es schaffen wird, diese in Segestia die Stadt einzunehmen. Deswegen wirst du dich nach Delminium zurückziehen. Du wirst aufgebaut? Gut. Und du ziehst dich erstmal nach Delminium zurück und wirst verstärkt, bevor du dir vielleicht Singidunum holst. Dann schneiden wir den Gegner sozusagen ab. Wir können ja doch mal schauen, ob wir Singidunum befreien können. Damit wir quasi das alte Volk da wieder drin haben. Ich weiß, ich kann dir in einer Runde das angreifen. Ich hätte die Armee hier gerne weg. Oh, naja, soviel zum Thema. Dann halt nicht. Die könnte auch nicht, weil sie ja gerade in Rekrutierungsstellung ist. Vielleicht will Knossos Frieden, wenn wir uns Ebesus wieder schnappen. Weil wir haben uns ein bisschen vom Kerngebiet von Knossos geschnappt. Wir können uns ja vielleicht noch Migdol holen, weil das ist nicht verteidigt. Genauso wie Iol. Also die Städte können wir uns zum Beispiel noch holen. Das wäre sogar mal eine gute Idee, glaube ich. Damit könnten wir uns einiges ersparen. Vielleicht können wir dann den Gegner ein bisschen so weit treiben, dass vielleicht zumindest einer mal Frieden mit uns schließen möchte. Zum Beispiel Knossos. Weil die sind da eigentlich das kleinste Übel, aber es trägt halt auch dazu bei, dass wir den Krieg eventuell verlieren könnten, wenn Knossos weiter existiert. Oder mit uns im Krieg ist besser gesagt. Wir müssten halt echt mal ein Volk wegbekommen. Aber ich glaube, Rom wird das eher momentan nicht sein. Weil ich habe... Ja, gut, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Wenn wir genug Armeen nach Rom, also aufs italienische Festland schaffen könnten, würden wir auch vielleicht Rom besiegen. Aber es ist sehr knapp. Vor allem, weil halt Rom auch gerade am Expandieren ist und die Legionen nicht alle im Kernland sind. Und wenn wir uns Rom schnappen könnten, also die Stadt Rom, wäre das schon mal ein Erfolg. Weil die werden sie so schnell nicht mehr erobern, wenn wir da eine Armee drin lassen. Das setzt natürlich voraus, dass die selbst keine Legion da drin haben, weil sonst ist das Ding uneinnehmbar. Außer wir haben da 3, 4 Armeen stehen, dann nicht, aber das kann ich momentan nicht entbehren. Habe ich zu viele Flanken für. Oder zu viele Fronten, besser gesagt. Das Spiel heißt nicht umsonst Total War, ne? Aber wir sind wieder dabei, wir sind wieder im Spiel. Und es greift uns gerade auch keiner so direkt an, ne? Ach, ich habe schon wieder vergessen, was auszubauen, ne? Ich bin so ein Held. Okay, Umsturzversuch war abgeschlossen. Also diese Umsturzversuche interessieren mich gerade so wenig, weil da kann ich eh nichts gegen machen. Meine Agenten sind zu wenig ausgebildet dafür, beziehungsweise sterben dann sofort. Jetzt muss ich mal schauen, den Metacum sollte ich auf jeden Fall jetzt ausbauen, sonst ist da gleich wieder Party. Ah, guck mal, es ist Herbst. Oh, schön, wie sich das alles jetzt ändert. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, das ist auch mit dem Patch neu gekommen, ne? Das ist schön, wenn sich jetzt hier alles in Herbstfarben ändert. Seht ihr ja. Das ist echt hübsch, ne? So, schauen wir mal, was uns in Norea erwartet. Nichts, das ist gut. Norea gehört damit mir. So, danke für die Stadt, liebes Rom. Dein Reich ist im Zusammenbruch, liebes Rom. Hoffen wir es mal so. Ich bin jetzt einfach mal so groß maulig und behaupte das. Mal schauen, ob wir damit nicht noch auf die Schnauze fliegen. Kann durchaus passieren. Diese Armee zieht jetzt weiter. Ach ja, da war ja was. Blöd. Wie wär's hier mit Genua und einer Flotte? Ich könnte hier eine Flotte wieder einstellen, ne? Die Herrscher des Seehengstes kann ich wieder einsetzen. Mit einem Bogenfuzzi. Oh, ich kann hier nichts rekrutieren. Okay. Das war vielleicht etwas suboptimal jetzt. Okay, dann kann ich die eigentlich gleich wieder auflösen. Entschuldigung, war nicht so geplant. Alter, ich sehe das. Das sieht gerade hier durch die Farben, durch die Wolken sieht das komplett anders aus. Das sieht aus, als wenn das blau wäre. Ich dachte mir schon, wer ist denn jetzt hier? Wir könnten uns mit der Armee vielleicht Patavium schnappen. Ich sehe gerade keine Legion, die uns mit Land streitig machen könnte. Jupp, wir können uns Patavium schnappen. So, Jungs, wie sieht's aus? Come at me, Bro. Langsam wird's wieder. Ich bin gerade zufrieden. Merkt man vielleicht. Ich taste mich jetzt mal vorsichtig hier vor. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich das mache jetzt mit den Armeen. Ich würde sie nicht ungern aufteilen.
Lass die jetzt auch mal so weit zusammen. Ist besser. Und lass die lieber mal nicht weiterziehen, sondern warte eher drauf, dass... Eigentlich... ja, ich warte noch eine Runde, dann ziehe ich weiter. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin. Ich würde sagen, erst nach Tour und dann nach... Na, das ist blöd. Wir müssten eigentlich nach Bells ziehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir hinziehen sollen. Wir müssen unsere Armeen aufteilen. Das könnte uns aber in den Tod treiben. Ich möchte die Armee nämlich gerne zusammenlassen. Ziemlich gerne möchte ich die sogar zusammenlassen. So, die haben mal wieder die halbe Stadt umgebaut. Das finde ich nicht so schön. Alter, diese Römer, ne? Die sind auch so produktiv. Das ist der Wahnsinn. Bauen einfach mal in einer Minute förmlich ihre komplette Stadt um. Finde ich echt bewundernswert, was die so treiben. Aber mich nervt's. So, diese Armee wird sich jetzt... erstmal nach Tingis begeben und dann runter nach Migdol. Dann schauen wir mal. Ach ja, wir wollten unser Ebesus noch schnappen. Ja, greif an. Danke. So, meins. Danke, Knossos, für meine ehemalige Stadt. Ich hätte es jetzt auch befreien können in der Theorie, aber das ist, glaube ich, nicht so effizient. Ach, ich wollte es. Ah, hier brauche ich es nicht. Hier bringt es mir nichts. Ich werde mir auch früher oder später noch natürlich die Stadt der Edetani wiederholen. Versteht sich von selbst. Aber gerade ist das noch nicht so der Fall. Ich möchte mal noch schauen, dass ich mit denen vielleicht diplomatische Beziehungen erstmal vorübergehend eingehen kann. Und ich weiß nicht, ob das so produktiv ist. Ich würde denen gerne wieder 10.000 geben, weil das kann ich mir gerade leisten. Unsere Bilanz ist nämlich gerade ein bisschen nach unten gegangen. Ah, und die Armee ist fertig. Super. Dann kannst du dich nämlich mal drum kümmern, hier ein bisschen bei den Knossos aufzuräumen. Oder du ziehst nach unten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich werde mit dieser Armee nach unten ziehen. Weil die Armee, die Knossos gerade auf unserem Festland hat, die können meinen Städten nichts haben. Ich würde sagen, wir ziehen mit der Armee nach Migdol und mit dieser nach Iol. Und dann schauen wir mal weiter. Ich mache jetzt aber einen Cut. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.